Ich habe mir gedacht, das ist Absicht bei dir. Oldschool. Willkommen zum Video Nummer 13, liebe Leute, seit die Corona-Ausgangsbeschränkung bei uns vor gute zwei Wochen in Kraft getreten ist. Bei jedem dieser Videos habe ich versucht, einen Bezug zu den Bergen und zum Bergsport herzustellen und ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Diesmal, heute seid ihr dabei, ganz interaktiv mit einem Video, das ich bereits einmal veröffentlicht habe, das allerdings aufgrund der Musik von YouTube weltweit gesperrt worden ist. Ich nehme euch mit aufs Zuckerhüttl, gemeinsam mit dem Markus, wo es sogar bei dieser einen Tour zu insgesamt zwei Unfällen gekommen ist. Ich werde die ganze Tour interaktiv mit euch Revue passieren lassen. Ihr seht es mir im Bild da unten drinnen und ich kommentiere alles, was uns so passiert ist. Ich glaube, ihr könnt euch viele Informationen mitnehmen, aber auch die kritische Auseinandersetzung mit uns selber. Ihr seht da ganz am Anfang vom Video den Markus und mich, wie wir eben im Stubaital aufs Schaufeljoch aufgefahren sind. Das ist direkt unterhalb von der Schaufelspitze, mehr oder weniger der höchste Punkt der Seilbahnen im Stubaital. Und wir machen uns da über den Wanderweg Richtung Fernauerjoch und dann direkt weiter auf dem Weg zum Pfaffenjoch. Das Pfaffenjoch, das ist auf 3208 Meter und befindet sich direkt unterhalb vom Apparen Pfaff. Der ganze Weg dorthin ist gletscherfrei zu absolvieren und ab dem Pfaffenjoch, da geht es nachher richtig auf den Gletscher. Es geht auf dem Sulzenau ferner. Das ist ein Gletscher, der von vielen Leuten unterschätzt wird. Im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, von mir ist er zum damaligen Zeitpunkt auch unterschätzt worden. Ich bin nämlich die Skitour aufs Zuckerhüttl bereits zu diesem Zeitpunkt zweimal gegangen und einmal davon waren wir sogar seilfrei unterwegs. Der Gletscher, das Becken ist an und für sich ziemlich flach und da glaubt man auch gar nicht, dass da großartige Spalten sind. Wir waren da bei dieser Tour, die ihr hier seht, im Juli 2017 unterwegs, das heißt im Hochsommer, in der Zeit, wo man ganz normal Hochtouren macht. Und da ist mir schon beim Umgehen aufgefallen, dass doch so einige Spalten auf diesem Gletscher sind. Wir waren damals direkt am Vormittag unterwegs. Ich schätze mal so circa um 9 Uhr werden wir am Schaufeljoch weggestartet sein. Und dann wird es wahrscheinlich ungefähr so bis, keine Ahnung, halbe Öfe, Öfe dauert haben, bis dass wir nachher beim Pfaffenjoch drüben schlussendlich gewesen sind, am Gletscher waren. Das heißt eigentlich schon später Vormittag. Wir haben dann direkt die Nordwand vom Zuckerhüttl anvisiert. Die ist ca. 55 Grad steil, laut Literatur, an den steilsten Stellen. Der Markus und ich, wir waren ausgerüstet, zumindest ich, mit einem technischen Eispickel und mit einem weiteren Pickel. Der Markus, glaube ich, hat zwei Pickel mit dabei gehabt. Es kam auch eine andere Seilschaft, die ist allerdings nicht da raufgegangen, wo wir rauf sind, sondern diese Seilschaft ist rechts von diesem Felsabbruch raufgegangen. Nachdem der Markus da diese Spalten unten, die Kluft da überwunden hat, bin ich einfach noch einmal nachgegangen. Man sieht, im Seil sind noch die Bremsknoten drinnen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das vorerst noch so machen. Ausgerüstet waren wir bei dieser Tour mit einer vollständigen Gletscherausrüstung. Allerdings hat jeder von uns zwar nur zwei Eisschrauben mitgehabt. Das heißt, wir haben als Zweierseilschaft insgesamt für diese Nordwand nur vier Eisschrauben gehabt. Und wir waren mit einem 30 Meter Halbseil unterwegs. Nur ein bisschen, ja. Auf jeden Fall. Ich bin dann auch noch eine weitere Länge im 10-15 Meter Abstand oder was das waren, vorgestiegen und habe dann einen Stand gemacht. Bei diesem Stand habe ich nachher die Knoten aufgemacht, wie der Markus dann nachgestiegen ist. Wenn ihr euch fragt, warum dass der Markus keinen Helm aufgehabt hat, das ist genau die Szene, die ich ganz am Anfang vom Video eingespielt habe, wo ich zu ihm gesagt habe, ich habe geglaubt, das ist oldschool von dir, dass du keinen Helm auf hast.
Und glauben ist nicht wissen. Da sind wir bei einem wichtigen Punkt, der beim Bergsteigen, aber auch generell in unserem Leben einfach so wichtig ist. Wenn wir über irgendwas reden oder über irgendwas denken, dann heißt das nicht, dass der andere das weiß, genau gleich verstanden hat oder ob ihm das gar nicht bewusst ist. Das heißt, wenn uns irgendwas auffällt und irgendwas wichtig ist, dann müssen wir mit unserem Gegenüber uns darauf verständigen, dass das der Gegenüber auch genauso verstanden hat, wie ich es gemeint habe. Das ist ganz ein wichtiger Teil der Kommunikation. Und das ist was, was bei uns in der Situation gefehlt hat. Es ist dann erst ziemlich weit oben dem Markus selber aufgefallen, dass er keinen Helm aufgehabt hat. Und ich habe ihm dann schlussendlich dabei geholfen, den Helm aus dem Rucksack herauszuholen. Und er hat ihn dann aufsetzen können. Die Seillängen bei uns waren immer ca. 15 Meter, weil wir haben das Seil nicht vollständig aufgemacht, aufgrund der Tatsache, dass wir nur 4 Eisschrauben insgesamt gehabt haben, war uns das einfach irgendwie doch zu riskant, dass man da 30 Meter Seillänge ausklettert und mit 15 Meter ins Seil reinfallen, sind es ja doch auch immerhin noch 30 Meter Sturz, die man gegebenenfalls hätte. Da geht es irgendwo raus und ich weiß nicht, vielleicht einfach Kerzen gerade rauf. Weil in der Wand selber haben wir uns sehr wohl gefühlt. Es war ein traumhafter Tag und es war echt wenig los. Helm, ich habe mir gedacht, das ist Absicht bei dir. Oldschool. Warte, Moment. So, Helm ist hier. Käppi und so tue ich den rein. So, wie es auch klappt, dann durch die Felsen. Ja. Der Markus ist dann noch die vorletzte Seillänge vor dem Ausstieg vorgestiegen und danach habe ich den Ausstieg gemacht. Rechts von uns ist die andere Seilschaft in der Zwischenzeit eben auch herausgestiegen aus der Wand. Und wir haben uns gegenseitig zugejuchzt. Und dann ist für mich direkt in den Ausstieg gegangen. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass wir diese richtig lässige Eiswand gemacht haben. Die erste gemeinsame Tour von Markus und mir und dann gleich die Zuckerhüttel Nordwand, das war schon ein cooles Erlebnis. Du willst, kannst du noch mal eine Aber jetzt kommt es noch an, zu einem ersten Unfallereignis, das Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Sehr geil. Ich habe jetzt da beim Ausstieg mit einer Eisschraube noch eine Zwischensicherung gemacht, weil ich weiter vorne einen Bohrhaken gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, da schaut es nicht, bei dieser Eisstelle noch eine Zwischensicherung einfach zu legen. Das Ausstiegsgelände ist relativ einfach. Ich glaube, das geht nicht einmal einen zweiten Schwierigkeitsgrad, vielleicht der untere zweite Schwierigkeitsgrad. Die Herausforderung bei diesem Ausstieg ist allerdings eine andere. Und zwar, man sieht es eh, die Felsen, die Steine, das ist alles sehr lockerer Dreck und dementsprechend Steinschlag gefährlich ist es. Und das ist auch das, was uns zum Verhängnis geworden ist. Markus kommt jetzt dann da noch. Bin dann durch so einen engen Kaminschluff da irgendwie aufgegangen und man sieht eh, wie locker das die ganzen Felsen und die ganzen Steine, der ganze Dreck alles ist. Und dann habe ich den Markus noch informiert, dass da zum Aufpassen ist.
Ich bin dann weiter vorgegangen und hab den Markus bei einer guten Position nachgeholt. Markus! Beim Seilverlauf, da ist dann ein Aufschwung. Und auf dem Aufschwung heroben ist ein lockerer Stein. Muss dann aufpassen. Wohin dann der lockere Stein, vor dem ich ihn gewarnt habe, direkt am Finger extrem gequetscht hat und der ist ihm dann auch noch aufs Knie runtergefallen und der Markus hat sich dabei verletzt. Er hat sich dann provisorisch selber verarztet, ist dann nachgekommen und gemeinsam sind wir nachher auf den Gipfel gegangen. Die letzten Meter zum Gipfel um mich waren relativ einfach. Ich bin hinter Markus hinten nachgegangen, im kurzen Seil. Und am Gipfel haben wir nachher das Seil einmal weggepackt und den Markus richtig ordentlich verarztet. Geschafft. Was ich noch hab. Das Klebeband war schon nicht schlecht, ne? Ja. Aber es geht. Der Finger ist halt, das alles ist hier jetzt gerade ein bisschen tief, so. Ja, ne? Klar. Ja? Ja, ja, sicher. Das schau ich so. Weil ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt klettern kann, ne? Ja, ja. Na, jetzt machen wir mal kurz Pause. Danach sind wir über den Normalweg abgeklettert. Das ist ein 1-Plus-Gelände maximal. Und über den Sulzenau ferner sind wir nachher wieder retour gegangen. Und da ist es nachher zum zweiten Unfall gekommen, der an diesem Tag passiert ist. Ich habe ja bereits am Anfang des Videos gesagt, dass im Sulzenau ferner doch ziemlich große Spalten waren und dass ich das bis zu diesem Zeitpunkt unterschätzt habe. Spätestens an diesem Nachmittag ist mir bewusst worden, wie krass diese Spalten eigentlich wirklich sind. In der Früh war das wirklich nur alles gefroren und dann haben wir diese Zweierseilschaft, die uns in der Nordwand begleitet hat, wieder getroffen. Da war ein Dritter auch dabei, der ist am Vormittag scheinbar alleine auf den Gipfel aufgegangen. Die haben sich bei der Nordwand getrennt und die sind nachher gemeinsam zurückgegangen. Und der Dritte, der da dabei war, das war ein alter Herr, das war dessen erste Gletschertour, die er überhaupt gemacht hat in seinem Leben. Und der ist dann in eine Spalte eingestürzt. Die Spaltenbrücken ist einfach zusammengebrochen. Schlussendlich haben wir ihn noch rausgeholt aus diesem Loch. Er hat Probleme mit dem Kreislauf gehabt. Der Markus und ich sind noch zurückgesprintet, nachdem der Herr heraus war, nachdem die drei gesagt haben, sie kümmern sich jetzt halt selber darum, dass sie zurückkommen. Wir haben dann bei der Seilbahn die Mitarbeiter verständigt, dass es da zu einem Spaltensturz gekommen ist und dass da einer ein bisschen Probleme mit dem Kreislauf hat und dass das noch eine Zeit dauert, bis dass die kommen. Und es wäre super, wenn die Seilbahn noch auf die drei warten würde, weil sonst muss die Bergrettung höchstwahrscheinlich ausrücken. Der hat nicht die Kraft, selbstständig ins Tal abzusteigen. Das Ganze hat funktioniert, glücklicherweise. Ein riesengroßes Dankeschön an die Mitarbeiter der Seilbahn da im Stubaital. Und was ich auch noch dazu sagen muss, das war nicht die einzige Spaltenbrücke, wo irgendwer durchgebrochen ist. Alle Brücken waren am Vormittag noch zu und geschlossen. Und am Nachmittag waren alle Brücken, wo am Vormittag noch alles geschlossen war. Da waren 3-4 Meter breite Spalten auf einmal da, wo so viele Leute an diesem Tag durchgebrochen sind. Und da sieht man erst, wie gefährlich das auf dem Gletscher wirklich ist. Bei dieser Tour habe ich mir einiges über die Beschaffenheit und über die Gefahren am Gletscher mitgenommen. Seit diesem Sommer trage ich eigentlich auch am Gletscher fast jedes Mal zumindest einen Helm. Ja, liebe Leute, das war also die Tour aufs Zuckerhüttl mit einem ganz besonderen Format. Ich habe keine Ahnung, ob so ein Format zu einer Tour überhaupt schon auf YouTube gibt. Hinterlasst mir es voll gerne in die Kommentare unten, wie euch dieses Format gefallen hat. Mich würde es auch interessieren, was euch an den spannendsten
Erfahrungen bei Hochtouren und auch am Gletscher waren, schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bitte Daumen nach oben da lassen. Wer das erste Mal dabei ist, nichts mehr verpassen will auf meinem Bergsportkanal. Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Und da gibt es zwei weitere coole Videos. Einmal 10 Situationen am Berg, die fatal, vielleicht sogar tödlich enden können. Und einmal eine weitere interessante Playlist, wo richtig coole Videos drinnen sind. Danke fürs Dabeisein. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.